Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Mission Guide. Gerade frisch aufgewacht in PO und ja, fertig für den Tag. Die Butze ist aufgeräumt, so wie man sieht. Da würde ich mal sagen, ab, hinein in den frischen Tag. Schauen wir doch mal unten, was es so an schönen Missionen heute gibt. So, oh, da steht ein Wärter her schon an Geräten. So, da schauen wir doch. Als letztes hatten wir diese Delivery-Mission gemacht, wo es letztendlich darum geht, irgendwas einsammeln, entweder Ware oder hier einen kleinen Satelliten, um Daten aufzunehmen oder eben halt Waren zu transportieren. Entweder mehreres an Stück gut oder auch nur einzelne Teile. Letztendlich alles von A nach B transportieren. Bei den Bounty Hunter Missionen, da hatten wir auch so ziemlich alles durch. Das Einzige, was uns da jetzt noch fehlen würde, wäre ja bei den Miles Eckert Missionen die Idris. Das hatte ich ja schon mehrfach erledigt mit der Eclipse. Die haben wir also komplett durch, aber kann ich demnächst nochmal neu machen. Aber ich dachte mal, wir schauen mal rein, was sich so sonst noch bietet. Ja, und hier haben wir doch was für 18.000. So, und dann gucken wir uns doch da mal. Also wir nehmen sie an und dann schauen wir uns doch mal an, was da genau, was sie da so genau von uns wollen. So, dafür mache ich mal schnell ein Bildschirmfoto. Wechsel mal kurz in Bildbearbeitung. Das war ein die Programme. Citizen-Ordner. Live. Screenshots. So. Dann Ordner. So, das letzte Bild ist immer das Bild, was wir als letztes natürlich geschossen haben. Das schaue ich mir dann mal mit dem einem View an. Da markiere ich den Bereich. Das bei arbeiten erstellen, das Ganze im Verzeichnis speichern, Platz versehen. Ich nehme da, wie gesagt, das minus P für, wenn ich schneller wiederfinde. So, dann gehen wir einmal in ein OCR-Programm rein, öffnen dort die Datei, die wir gemacht haben, und sagen ihm, er soll es einmal für uns von Bild in Text machen. So, ich markiere das Ganze, kopiere es
Und der nächste Schritt ist dann bei mir eben nach Google rein. Und zwar dort Spracherkennung bzw. den Google Übersetzer. So, was wollen Sie? Wir sollen einen Frachtoffizier finden, den Topper. Dafür kriegen wir 18.000. So. Ja, Sie erwarten also nicht, dass wir ihn unbedingt lebend finden, aber eben halt für die Versicherung. Beziehungsweise, dass die Familie Geld von der Sicherung bekommt, wird eben halt erwartet, dass wir ihn entweder lebendig oder tot finden. Und da kommt noch die Information, dass das Ganze gefährlich sein könnte. Ja, also letztendlich eine relativ einfache Aufgabe, in der es heißt, hinfliegen, das Schiff durchsuchen, diesen guten Menschen finden, ob nun tot oder lebendig, und die Informationen weitergeben. Ja, das kann man dann mal einfach so zusammenfassen. Er ist nicht wirklich. So, dann können wir wieder auf das Live-Bild vom Game schalten. Ja, später kann es dann, also jetzt zur Zeit ist es so, da haben wir es mit Toten zu tun. Später kann es durchaus sein, dass sich das noch ein bisschen abändert, wenn das Medical Gameplay da noch mehr reinkommt. Dass man einen solchen Menschen dann lebendig oder schwer verletzt findet und man dann noch etwas für seine Rettung tun soll. Ich sage mal, aus diesem Grunde nehmen wir uns mal die Cutlass Red, weil das wäre das richtige Schiff dafür, falls wir es mit einem Lebenden zu tun haben. Holen uns die Cutlass Red und begeben uns mal in die Richtung des Zielortes. Denn bevor wir rausstürmen, einmal den Helm auf. Auf. Dürfte auch eine leichte Aufrüstung für Langen. Das Load. Ich will raus. Ja, entweder schmiert jetzt das Server ab. Oder da steht jemand drin, der auch raus will. Aber dann müsste ich die Tür eigentlich. Rein. So. Ja, wer weiß, was da. Schiffchen. Keiner mit reingekommen war. Was ich hier als erstes erstmal mache, ist es mich kurz zu verorten im Schiff. Okay, jetzt ist es grün. Weil für den Fall, dass mir etwas hinten am Zielort passiert, dass ich irgendwo, weiß was ich nicht, irgendwo drauf rumlaufe, abschmiere und mir sozusagen das Genick breche, dann wache ich in meiner Cutlass wieder auf. So. Des Weiteren, was ich auch immer gleich am Anfang mache, zack, zack. Da einmal die Waffen hoch und da würde ich gerne das Schild
Overclocken. Und die Waffen können wir auch overclocken. Dürfte dem nicht so was machen. So. Ja. Dann heben wir mal ab. Fahrwerk rein. Ein Besuch bei Daima. Besuchen Sie Daima, solange er noch da ist. So. Jetzt machen wir mal ein kurzes Probeschießen. Gucken wir mal, wie lange die Energie reicht. Da fehlt einer. Zack. Na, was ist denn das? Zack. Was fliegt der denn? Eine Gladius. Na, was ist hier denn los? Na, wer ist denn hier noch? So. Na, da wird er wohl erstmal Ruhe geben. So. Einmal. Weg. Was ist denn das? Ziemlich in der... Okay, nehmen wir Schuh. Bevor der... komische Captain da wieder da ist.
M1 bringt uns da auch noch mal ein bisschen näher ran. Und den Rest müssen wir jetzt so hinfliegen. So 150, 140 Kilometer ist ja nicht so wirklich die Welt. So, 40 haben wir schon geschafft. Ich habe mal die Waffen ausgestellt. Haben wir nicht ganz so ein großes Signal auf dem Radar. Da sind wir schon bei 70 Kilometer, haben wir schon die Hälfte geschafft. Dann würde ich mal sagen, gehen wir auf langen Geschwindigkeiten. Ja. Weil wir wollen ja nicht unbedingt da unten auf der Oberfläche aufschlagen. Weil manchmal vertut man sich wirklich ganz, ganz doll und ist wesentlich eher da, als dass man denkt. Und dann sagt's bumm. So, dann machen wir mal das Fahrwerk raus. Wrack. Es war wohl mal eine Freelancer. Ich mache mal das Licht an. Weil vielleicht sieht man ja irgendetwas. Irgendwo Leiche rumliegt. Impact
Hinten könnte ja schon jemand liegen. Jo. Dann landen wir mal bei der Leiche. Einer. Wo ist er hin? Ah. Noch was draußen. Okay, vielleicht können wir da noch ein paar Kisten mitnehmen. Ich würde mal sagen, landen. So. Motoren mache ich aus und Schilde lasse ich an. Dann heißt einmal kurz die Ausrüstung kontrollieren. Jo. Das ist etwas, sollte man immer mitnehmen. Headpens und Rockpens, ach, den nicht. Damit haben wir schon das Grundlegende, was wir brauchen. Sagt er wieder, wir hätten keinen auf. Da speichern wir dann auch nochmal eben schnell einen drauf. Dann schauen wir erstmal diese Person an. So, das war dann noch nicht die gesuchte Person. Ja, die Kisten, die können wir nachher noch mitnehmen. Da haben wir den Cargo-Offizier gefunden, der hier vermisst worden ist. Jetzt können wir theoretisch uns hier alles an Kisten schnappen, was wir wollen. Also die
uns mit einer Ladung versorgen. Eigenen Schritte hier. Ich weiß nicht, was in den Kisten drin ist, aber nichts. Eben. Das gibt dann zu den 18.000 noch einen Platz verdienen. Besonders wenn man da noch irgendwas Schönes an Kisten hat. Das probieren wir einfach mal. Ich sag mal, die Zeit haben wir. Ist der Shit wieder angegangen. Zack. Mal ganz aus. Mit. Weg. Hört sich ja irgendwie an, als ob hier noch jemand wäre. So, die nächste. Stapelt sie. Das ist auch was Feines. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Klappe zu. Ja, nicht, dass mit mal unser Schiff gleich weg ist. Der wird dann wahrscheinlich denselben Auftrag noch bekommen haben. Mal an.
Ich. Komm, geh zu. So. So. So, das Fahrwerk rein. Und das war's an Aufgabe. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir das erbeutete Zeugs verkaufen? Ja, das müsste auf Port Olisar gehen. Weil da haben wir noch die Trading-Konsolen vorne beim Admin drin stehen. Ja. Einmal schubsen. Ja. Weit gescrollt. Lass dich mal anklicken. So. Route gesetzt. Und einmal zurück und dann mal schauen, was es für die Kisten so gab. Beziehungsweise gibt. So. Dann der Erlaubnis. Please proceed to assigned landing bay. Ich lande wieder ganz bequem mit Autolanding. So, und dann können wir schon mal reinschalten. Wir hatten ja dann doch vorhin so ein bisschen gekämpft. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Also hört sich ja irgendwie komisch an, als ob da irgendwas klapperte hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kisten. Dann schauen wir doch jetzt mal.
was das als kleinen Bonus für uns gibt. Also die Mission hätten wir auch locker mit der Aurora geschafft. Allerdings 5 Kisten in die Aurora reinzudrücken, es wäre, glaube ich, nicht so dolle gegangen. Da wäre dann wahrscheinlich die Avenger Titan schon das bessere Schiff für gewesen, weil da ist genügend Platz. Einmal auf Sail. Oh. Oh. Also nicht wirklich viel da gebracht. Einmal was. Also das Gold wäre ja mal lustig. Aber egal. So. Dann wollen wir das Schiff mal storren. Und dann haben wir das Ganze auch geschafft. Aber wie gesagt, also da gab es nicht viel anderen Paketen. Aber nun ja. Ein anderes Mal hat man dann vielleicht mehr Glück. Etwas Wertvolleres. Das kann man ja nie wissen, was man so da findet. Ja, ich sag da mal bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Also, bis denne dann. Tschüss.